Was? Heilige Maria! Was machst du denn da? Was ist das? Sieh an, was da unter einem Stein... Oh. Nein? Soll das etwa alles sein? Dafür wirst du sterben! Ja, komm! Oh. Was ist los? Komm schon! So, jetzt hau ich ab. Ich hab 3 getötet, das sollte reichen. Komm, Plätze. Eieiei. Echt schlimm. Ja. Da, hier muss ich hin. Abdrehen und Guss. Oh. Es waren ziemlich viele, die habt ihr gesehen. Ich musste ein paar töten. Oh, mein Puls ist wieder irgendwo bei 200 oben oder so. Oh. Kann ich noch ein... Ich kann, glaube ich, noch einen nehmen, ne? Eine Ringelblume. Da. Hey Leute! So, ich geh jetzt auch mal kurz. Hey, was machst du denn da? Nein! Was ist hier los? Nix! Gott sei mit dir, Heinrich! Ah, danke. Ich würde auch gern schlafen, Mann. Ah, hier. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Eine Stunde. Sollte doch schon reichen für die. So. Das ist ein bisschen mehr jetzt. Finde ich gut. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Ja. Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Na, etwa 10 waren schon, oder? Etwa 10. Wie wir also. Dann sehen wir doch mal, ob mein Vetter so ein harter Brocken ist, wie alle sagen. Sonst baumelt er bald in Ratai am Galgen. Sollten wir nicht besser mit ihm verhandeln, Herr? Mit Banditen verhandeln? Du bist wohl verrückt geworden. Ich gab Herrn Hanusch mein Wort, auf seine Männer Acht zu geben. Es ist meine Pflicht, zu Verhandlungen zu raten. Du willst mir etwas raten? Nun ja, Wolflin ist dein Verwandter. Und du bist voreingenommen. Bitte, gewähre mir nur eine Chance, mit ihm zu verhandeln. Ich werde mehr herausfinden und vielleicht muss niemand sein Leben lassen. Du willst verhandeln? Hör zu, Heinrich. Wolflin wird sich wahrscheinlich nicht ehrenhaft verhalten. Du könntest getötet werden. Ja, ich weiß, es ist riskant. Aber wüsstest du sonst jemanden für diese Aufgabe? Nein. Ehrlich gesagt, leider nicht. Und Wolflin ist ein eingebildeter Gag. Er wird dich anhören. Und wenn es nur ist, um mir zu sagen, dass ich zur Hölle fahren soll. Ich gebe dir eine Livree mit meinem Wappen, damit er weiß, dass ich dich schicke. Und du musst unbewaffnet gehen. Danke, Hauptmann. Ich tue mein Bestes. Das hoffe ich. Und komm ja in einem Stück wieder. Ich will Herrn Ratzig nicht sagen müssen, dass ich seinen Günstling ans Messer geliefert habe. Ja, okay.
Ja, das heißt ja unbewaffnet, oder? Wow. Nein, nein. Ja, ich glaube, ich nehme das hier. Bevor ich da hingehe. Wisst ihr was? Kann ich ja dann alles wieder mitnehmen. So. Speichert hat's auch, gut. Aber was nehme ich noch? So. Müsste es doch einen Weg geben, oder? Ja, okay. Ich habe mich sicher gut in Erinnerung. Nee, noch nicht da. Das kam überraschend, der Bach. Ah, okay, ja, okay. Das heißt jetzt Trank des Bartens. Perfekt. Hallo? Pass auf, was du da treibst. Wir gehen. Hey du, was willst du hier? Ich bin Hauptmann Bernhards Bote und soll verhandeln. Ich kann dir nicht trauen. Aber ich bin unbewaffnet. Das ist wahr. Du trägst Herrn Bernhards Farben. Ich schätze, ich kann dich zu Herrn Wolflin bringen. Aber versuch keine Dummheiten. Verstanden? Ja, ja. Das ist mein Wort. Letzte, schön hierbleiben, ne? Keiner zum Ausrauben hier. Arschlangweilig. Sind, glaube ich, mehr als 10. Ja, zwar. Wen haben wir denn da? Wie heißt du, Junge? Heinrich. Ich bin ein Bote von... Ich weiß. Von meinem geliebten Vetter Herrn Bernhard von Oleschna. Und? Wie lautet deine Botschaft? Was hast du gegen die Herren von Oleschna? Milota, dieser Bastard, hat Dörfer gestohlen, die meinem Vater gehörten. Ich war in Polen, als er starb. Und Milota sagte allen, auch ich wäre tot. Aber du kamst zurück, nicht wahr? Ja, das tat ich. Aber Milota bestach einen Pfaffen, zu behaupten, mein Vater habe auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er vom Teufel besessen wäre. Und sein Sohn ebenso. Also ich. Deshalb denken sie, ich sei ein Hexenmeister und von den Toten auferstanden. Das ist bedauerlich. Aber unsere Gerichte oder der König würden das doch nicht glauben. Mag sein, aber der König ist in Gefangenschaft und die Adligen haben keine Zeit, Gerichte abzuhalten. Niemand hört mich an. Und wenn alles vorbei ist, wird man mich vergessen haben. Ja.
Oh. Ein Duell? Ich habe keine Chance im Duell. Wir bieten dir freies Geleit von diesem Land, wenn du alles zurücklässt, was du Herrn Hanusch gestohlen hast und 60 Groschen Entschädigung zahlst. Welch großzügiges Angebot. Aber warum sollte ich akzeptieren? Weißt du denn nicht, was hier schon eine ganze Weile los ist? Sollte ich. Banditen sind im ganzen Land unterwegs. Kürzlich überfielen ein paar ein nahes Gestüt und die Anwohner haben langsam genug. Mag sein, aber damit habe ich nichts zu tun. Sag das den Leuten. Auf dem Weg hierher hat der Hauptmann im halben Land Männer rekrutiert. Er will an dir ein Exempel statuieren. Warum an mir? Es stehen bestimmt genug zur Auswahl. Weil du der Erste bist, der nicht wegläuft. Also bist du auch der Erste, der geschnappt wird. Ich bin mir sicher, du weißt, was danach mit dir geschieht. Warum warnst du mich? Wozu das Gerede, wenn ihr so viele seid? Herr Hanusch will unnötiges Blutvergießen vermeiden. Er wäre glücklicher, wenn du einfach weiterziehst. Also schickte er mich als Unterhändler. Es war also gar nicht Bernards Idee. Wenn der Hauptmann wüsste, dass ich hier bin, würde er mich vierteilen. Was? Nicht schlecht. Hier gibt es ohnehin nichts zu holen. Gut, ich akzeptiere dein Angebot. Sag deinem Hauptmann, wir ziehen ab. Vergiss nicht, die Beute und 60 Groschen dazulassen. Kein Zweifel. Du bist ein guter Unterhändler, Junge. Also gut. Woanders wird es sicher ohnehin leichter. Dann los, bevor Bernard die Geduld verliert. Gott sei Dank habe ich den. Oh, Uiuiuiui. Zum Glück habe ich diesen Trank genommen. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht geschafft. Ja, die müssen gleich hier vorne sein. Ja, genau. Wie geht es? Ich bin von Wolflin zurück, Hauptmann. Und in einem Stück. Wenigstens das. Ich erwarte nicht, dass du etwas erreicht hast. Ich habe sie überredet, abzuziehen. Außerdem haben sie die Beute und 60 Groschen als Entschädigung dagelassen. Kaum zu glauben. Das ist deutlich besser gelaufen als gedacht. Die Groschen sind für Herrn Hanusch? Natürlich. Nun, dann nimm das Geld und reite nach Partei. In der Zwischenzeit brechen wir das Lager ab und stellen sicher, dass diese Bastarde Wort halten. Jawohl, Hauptmann. Ich reite los. Und Heinrich, gut gemacht. Ah, okay. Hey, der kommt schon auf 14, ist nicht schlecht.
Ja. Also das Gewitter ist auch wieder sehr gut gemacht. Ja, hallo? Ja. Entschuldigung? Ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Gott, was ist... Wo soll's hingehen? Nach Uschitz. Da bin ich selbst überfragt. Danke. Okay, nach Uschitze. Da muss er nach Norden, ne? Ja. Wo soll's hingehen? Nach Uschitz. Du musst nach Norden, durch den Wald. Ah. Hey. So, sind wir wieder da. Entschuldigung. Dankeschön. Na komm, probieren wir es. Oh, war nix. Ah. Oh. Was ist denn hier? Okay. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Kann man denn hier auch schlafen? Da kann man. Bin ich gespannt, was der Herr Hanusch jetzt sagt. Was zum Teufel? Ganz ruhig. Okay, er ist schon unterwegs, gut. Ah, er ist in der Kirche. Gott. Ja, ich schätze dich. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich bringe Kunde aus dem Lager, Herr.
Sprich! Ich überzeugte den Hauptmann, mich mit Wolflin verhandeln zu lassen. Er hat zugestimmt? Erstaunlich! Fand ich auch. Ich habe Wolflin freies Geleit aus dem Lehen zugesichert, aber nur, wenn er die Beute samt 5 Dutzend Groschen als Entschädigung zurücklässt. Gut gemacht. Bernhard wird sicher eine Weile enttäuscht sein, dass er nicht Rache nehmen konnte. Aber das Wichtigste ist, dass wir diesen Störenfried los sind. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr. Wow. Was ist das? Lol. Das ist schlechter als das, was ich vorhin... Bei Magdeburg. Das sieht echt toll aus. Viel besser. Ja, komm, ich nehme das hier. Sieht einfach viel schicker aus. Gibt mir sogar mehr Charisma. Lol. Charisma. Charisma. Ja, Quest abgeschlossen. Ja, hallo? Uff, uff. Dann reisen wir doch jetzt mal nach Dorsau. Also, der Ding hat gesagt, ich kontrolliere jetzt trotzdem noch schnell, ob der wirklich nicht da unten ist. Wow. Hallo, Heinrich. Ja, hallo, 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 hallo. Schon. Hey! Wohl. Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist er doch hier. Gott sei mit dir, Heinrich. Boah, ja, ich wäre jetzt fast nach Sausau geritten. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hatte der gesagt? Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Er sagte mir, dass die gefälschten Münzen nach Passau gebracht und dort gegen Goldmünzen getauscht werden, die wiederum zurück nach Böhmen gebracht werden. Das erklärt, weshalb die gefälschten Münzen das Passauer Gegenzeichen tragen. Sein Herr ist mit dem Passauer Ratsherrn verbündet. Sie beauftragten ihn, all das zu klären. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen.
Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, unter Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkern mit Amalgam überzogen. Ah, das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf das ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem Hohen Schreiber der Rosenbergs. Hä? Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Amal... was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Okay. Meister Pfeifer, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Okay. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundemeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Alles klar, ich mache mich ans Werk. Ja, okay. Uiuiui. Alles, was glitzert, findet aus, werden saß mit Kupfer. Sprich mit Uri, findet aus, woher die Münze ist. Okay. Aber zuerst gehe ich noch schnell baden. Heinrich. Ja, Heinrich, guten Tag. Ne? Ich möchte... Aha. Heinrich, schön, dass du da bist. Ich brauche ein... Du wirst... Dankeschön. So, also er ist hier.
Dann gehen wir doch auch schnell dahin. Reden aber zuerst noch mit der Klostertante da wegen den Kranken, weil den einen haben wir ja verrecken lassen, leider. Let's go. Sigismund attacks. They can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horse on who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Horse on us to pay for what they did to us.